Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und wir spielen heute wieder eine Runde auf Unplatzbar. Und die Bloons denken nur, sie sind unplatzbar. Sie kriegen wie immer einen in die Fresse. So, unplatzbar auf, wie heißt es, die Eisfläche, glaube ich, ne? Los geht's. 85 Waves, unplatzbar, schwerster Schwierigkeitsgrad und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So. Ah, diesmal geht sie sich wieder aus. Einmal geht sie sich aus, einmal in der ersten Runde. Das ist ein bisschen komisch manchmal. Aber egal. Ich könnte es auch wirklich so machen. Das wäre noch dreckiger. Ah, machen wir lieber so. So. Los geht's. Wave 2. Locker, zackig, flockig. Werden wir die Bloons besiegen. Die haben einen schönen... Oh, so einen mega langen Weg haben sie eigentlich gar nicht, wenn man das so anschaut. Es geht, es geht. Ich würde sagen, normaler Weg, nicht extra lang. Das läuft. So, wir nehmen die Palme, danach das Affendorf und dann schauen wir mal weiter. So ungefähr sollte das aussehen bis zur Runde 20. Ich lasse das mal so dahin sacken. Und Leute, eine schöne Ankündigung. Es wird definitiv, das verspreche ich an dieser Stelle jetzt. Ich weiß zwar nicht, wenn es ausgestrahlt wird, wahrscheinlich eh zu spät, weil ich werde natürlich die leichteren Leveln vorher ausstrahlen auf YouTube. Aber zu meinem Versprechen. Ich verspreche euch, es gibt ein Let's Play zu Bloons Monkey Town. Versprechen deswegen, weil ich im Moment noch nicht weiß, wie ich das mache. Es gibt zwei richtig gute Emulatoren. Der eine, das ist so eine richtige Verarsche. Die wollen eine monatliche Gebühr, sonst kannst du den nicht benutzen. Also der fällt fast schon weg. Und der andere ist das Problem, das wirklich, ich verarsche euch nicht, ich habe 20, 30 Apps probiert. Jede App funktioniert, jedes Spiel funktioniert, nur Bloons Monkey Town, was ich euch let's playen will, das hat nicht geklappt. Ist das Verarsche? Das ist doch mal Pech, würde ich sagen. Aber ich bleib da dran und ich suche nach Lösungen. Ich verspreche euch, ich werde es irgendwie let's playen. Ja? Und wenn ich eine monatliche Gebühr abdrücken muss, das ist zwar scheiße, ja? Aber wenn es nicht anders geht, es ist versprochen, wir let's playen das. Bloons Monkey Town gibt es hier bei Gameplay Deluxe. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. So, jetzt haben wir ganz was versäumt, Leute. Jetzt kann ich gleich das hier bauen, weil die Bananenplantagen haben wir jetzt schon versäumt. Mit meinem Gelaber bin ich ganz durcheinander gekommen. Gut, dann machen wir zuerst das hier. Ist auch okay. Machen wir es halt mal umgekehrt. Das ist zwar leicht dämlich, aber okay, warum denn nicht? So. Das kommt in die Mitte, und zwar genau in die Mitte, dass alles hier mitgenommen wird. Und los geht die Party mit Wave 12. So, kein Problem noch. So, hoffentlich sind hier genug Nägel. Ja, geht sich ohne Probleme aus. Der Weg ist lang genug offensichtlich, das haut super hin. So, wir sind bei Wave 14. Ja, kommt doch einiges, aber das läuft. Es läuft und wir gehen in die Wave 15. Wave 16. So, mal schauen, Ende der Runde, ob wir es zusammenkriegen. Ich glaube, das war noch nicht... Oh. Ich lege mich schon mal bereit hier. Wir haben nur ein Leben, Leute. Also da darf gar nichts durch, ja. Das war jetzt schon ein bisschen eine knappe Sache. Jawohl, ich habe den Scheißer. So, den gebe ich mal hier auf die Seite ein bisschen. Und dann wird als nächstes das hier abgegradet. Denn wir brauchen hier mehr Power. Wave 18. Aber trotzdem werde ich zuerst hier das nehmen, damit wir auch ein bisschen Kohle kriegen. Wird es sich ausgehen mit nie und nimmer? Jetzt müssen wir nachlegen. 1, 2, 3 Mal lege ich gleich hier nach.
glaube, das wird auch nicht reichen. Viertes Mal noch. Und ein fünftes Mal. So, sicher, sicher, Leute. Aber ist scheißegal, es ist sicher schön ausgegangen. So, und jetzt wird das hier geupgradet. Weil sonst wird das hier nichts. So, läuft. Wave 20 haben wir. Wave 21. Wave 22. Wave 23 läuft wunderbar. Und Wave 24, der kleine Hosenscheißer hier kommt. So, jetzt werde ich das upgraden. Wave 25. Ja, ist kein Problem. So, jetzt werden wir uns auf die Stahlbluns langsam vorbereiten. Wave 26. Oh, das sind Zebras und Passpikes. Mehr brauche ich hier schon. Ja, geht sich aus. Geht sich aus. Wave 27, letzte Runde. Dann kommen die Stahlbluns. Ich gehe hier schon mal nachlegen. Das muss sein. Habt ihr gesehen? Sonst wäre sich das nicht ausgegangen, ne? Aber ist ja kein Problem. Können wir ja machen. So, mehr Bloons. Mehr Bloons nicht. Mehr Spikes. So, das sollte reichen hier. Jawohl, kein Problem. So, Wave 28. Da sind die kleinen Hosenscheißer. Kein Problem. Wir kommen recht weit. Wave 29. Wir werden gleich das hier nehmen für noch mehr Spikes, sicherheitsmäßig, dass wir da keinen Stress kriegen. So, diese Stahlbluns hier sollten auch kein Stress werden, das müsste gehen. Wunderbar. Wave 31. So, jetzt werden wir langsam andere Tower hier noch hinzuziehen. Wave 32, wir nehmen den Glugan am besten, der geht nämlich richtig gut ab. Wo ist er? So, du gehst hier alles zugluen. Zack. Immer schön auf den stärksten. So. Jawohl, Stahlbluns werden schön zugeklebt. Dann nehmen wir mal die beiden Upgrades hier. Jetzt hat der eine Riesenrange. So, Wave 34, Leute. Ich werde jetzt das Upgrade nehmen, danach das hier. Und Wave 35. Wave 36. So, komm her du, du machst jetzt Flächendamage. Wave 37. Wir müssen nur wegen die Herzen ein bisschen aufpassen, das könnte nämlich nur giftig werden. Ich würde sagen, wir nehmen auch den hier, der ist nicht so schlecht, und den stellen wir hier rauf. Der soll hier sein Damage machen, mit den Towern auch. So, werden wir auch schön upgraden. Der kommt genau richtig hier für die Herzen, weil die vermehren sich sonst, wenn sie vor, zurück gehen. Zumindest wenn sie stärkere sind, das ist dann richtig ungut. So geht es halbwegs. So, Wave 39. Das läuft wunderbar. Jetzt upgraden wir das mal. Auch ein bisschen Kohle kriegen. Wave 40. Wave 41.
So, bis 46 brauchen wir was gegen Bosse. Was haben wir hier? Wave 42. Mal vorher ein bisschen aufpassen hier, aber es geht sich aus. So, Wave 43. Keramikdinger. Aber die kommen noch nicht wirklich durch. Überhaupt nicht. Wave 44. So, wir brauchen jetzt dieses Upgrade hier. Und dieses hier. Wave 45. Nächste Runde ist Boss-Time. Wenn wir sie mal vorbereiten für den Boss. Das heißt, das hier. Boah, ich hoffe, das geht sich aus, aber ich denke schon. Jawohl, geht sich aus. Wir haben die dicken. Die fetten Spikes. Und da ist er, der Penner. Und kriegt ordentlich hier. Jawohl. Und dann nur ein bisschen zugeklästert, dass nicht alles hier reingeht. Aber wir halten es auf. Es ist kein Problem. So, Wave 47. Der kriegt ein zweites Upgrade hier. Zack, jetzt machen wir noch mehr Damage. Wunderbar. Wave 48. Wave 48. Nur, das läuft wunderbar hier. Für die Bosse haben wir noch nichts, aber sonst läuft es. Wave 49. Sind auch Keramiks dabei, aber die kriegen eigentlich auch relativ gut auf dem Latzos hier. Überhaupt kein Problem. So, dann werden wir das hier nehmen. Und danach etwas für Bosse. Da ist er, der Scheißer. Nehmen wir den nur ein bisschen hier. Jawohl. So, läuft. Keramik haben wir auch unter Kontrolle. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt sparen wir auf das hier, auf das Auge. Wave 51. Wave 52. Immer sehr außergewöhnlich, dass man ohne den Blumenchipper noch spielen. Nachher nehme ich sicher, ich bin nicht blöd und werde das versauen. Aber bis jetzt ohne den Blumenchipper, das ist schon ein bisschen Risiko. Aber es läuft. Wave 53 haben wir. So, jetzt wird es mal aber zu ungemütlich hier langsam. Wir müssen wirklich was gegen Bosse machen. Wave 54. Ich warte auf den hier. Wave 55. So, jetzt muss aber langsam was werden hier. Und es wird was, jawohl. Genau, den braucht man. Er geht auch schön auf die Bosse. Jawohl. Wave 56. Sehr viele Herzen. Aber das läuft. So, was machen wir jetzt Feines? Ich muss ein bisschen nachdenken, mal Geld sammeln. Wave 57. Wir kommen noch immer aus ohne Blumenchipper. Das fasziniert mich. Sollte man vielleicht eine Runde ohne Blumenchipper spielen? Das wird sicher lustig. Das werden wir jetzt versuchen auch. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das wird aber zusätzlich sehr schwer, weil die Bosse doch giftig sein können, Leute. Werden wir mit U-Booten arbeiten da oben? Ein bisschen Eisfläche haben wir ja. So, Wave 59. Ich werde dann den hier upgraden als nächstes. Oder machen wir vorher den da, ist noch besser. Kohle. Wave 60. Wave 61. Wave 62.
So, jetzt ist der dran mit Upgrades. Wolf 63, da kommt jetzt so ein Riesenstoß. Wird schön zugeglut wenigstens, das haut ganz gut hin. So, wir haben das hier, das ist auch sehr wichtig. Jawohl, selbst die Stoßweisen hauen wir super an. Wir haben immer noch nichts gegen Bosse, das finde ich faszinierend, dass das immer noch so halbwegs läuft hier. Das haut hin. So, jetzt machen wir mal ein U-Boot. Eins. Zwei. Kriegen wir noch eins hin irgendwie? Da. Drei. Geht noch was? Nee. Drei kriegen wir hin, Leute. So, aber ein bisschen auf Geld müssen wir nur warten. Zack, 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 zack. Bisschen auf Kohle muss man warten. So, noch eine Rakete. Dann der da. So, haben wir die drei. Wave 65. So, was sollten wir jetzt noch nehmen? Wir sollten den hier upgraden. Was können wir noch machen? Spontan hier Spikes hinhauen. Und zwar die rechte Seite. Zum Aktivieren praktisch. Jo, wir versuchen das jetzt ohne den Blumenchipper. Der ist ja auch gut gegen Bosse hier. Das passt dann schon. Wave 69. So, haben wir was zum Aktivieren. Wave 69 jetzt. So. Habe ich mich in meine Runde vertan, aber okay. Jetzt ordentlich aufs Maul hier und die Spikes explodieren auch schön. Hin und wieder haut eine da nach vorne. Keramikherzen, aber die kriegen wunderbar aufs Maul. So, Wave 70, Leute. Wir upgraden den jetzt dann auf Max mal. Zack, jetzt ist er auch auf Max. Wave 71. Wave 72, da kommt ein Roter, doch gleich aufs Maul, und der nächste Rote, weg ist er, Wave 73. So, wir sollten wieder towermäßig was machen, können wir uns ja leisten. Dann werden wir hier einen zum Aktivieren auch hin. So, Wave 74. Wave 75. So. Zwei zum Aktivieren haben wir, das reicht. Hier unten geben wir den hin. Jetzt kommt hier so ein Stoß, aber da kommen wir klar. Kein Problem soweit. So. Haben wir noch nicht genug. Wir werden jetzt den verkaufen, weil Kohle haben wir genug. Dann kann ich den auf Max upgrade. Und hier gebe ich jetzt unverschämterweise so auch noch einen hin auf Max Upgrade links. Da sind jetzt 100 Milliarden gefüllte Spikes, da wird nichts mehr durchkommen. So, Upgrade. Jetzt haben wir drei solche und zwei zum Aktivieren. Das sollte reichen. Wave 78, da kommt so ein Stoß. Recht weit kommen die nicht.
hier sind auch genug Spikes. Da wird schon mal viel vernichtet, wenn so ein Stoß noch kommt. Auch die Roten da keine Chance mehr. Das läuft. Ein schöner Halbkreis hier. Oder fast Kreis wie ein Hufeisen. Der haut Spikes raus ohne Ende. Da kommt wieder so ein Stoß. Aber weg ist er. Haut hin. So, Wave 79. Eine sehr giftige Wave auch. 100 Milliarden Regenbogendinger. Aber wir schaffen das. So, überhaupt kein Problem. So, dann machen wir mal das hier. Dann ist ein bisschen Ruhe hier. Alles schön zuspiken. Ja, die kommen keinen Millimeter hier. So, da ist Schluss da oben. Und wir sind bei der Wave 80, Leute. Wave 81. Ich gehe mal gleich weiter. Sehr viele rote, aber die kommen hier nicht weit. Wir benutzen mal das hier. Ordentlich rumspiken hier. Jawohl, dann ist hier Ruhe im Karton. Wave 82. Ja, ich glaube, so wie wir gut dastehen, da wird nichts mehr durchkommen. Das haut wunderbar hin. So. Machen wir hier mal eine Spikerei. Das haut wunderbar hin. Nochmal rumspiken hier. Jawohl, wunderbar. So, Wave 83. Mal schauen, was die Bloons noch vorhaben. So, ich aktiviere gleich mal das hier. Dass da gar nicht so was weit durchkommt. So, läuft. So, Wave 84, schwerste Wave auf unplatzbar. Wir aktivieren das mal hier relativ früh. So, dann nochmal hier zusätzlich. Und sobald es ready ist, nochmal. So, alles zu spiken hier, Leute. Da muss gespiked werden. So, nochmal hier. Zur Sicherheit einfach. So, ich habe das jetzt absichtlich ein bisschen spannend gemacht. Ich könnte jederzeit nur Tower bauen. Wir haben genug Kohle. Und jetzt kommt's. Der letzte Level. Aber da muss ich was machen. Da komme ich mit dem Spielchen, was ich jetzt gerade gemacht habe, nicht mehr durch mit dem Aktivieren. Da muss zumindest einmal ein... Ja, ich will es mal ohne Blunt-Chipper schaffen. Wir schaffen das jetzt ohne Blunt-Chipper. Lassen wir den Blunt-Chipper in Ruhe. Und ohne Super-Monkey. Also, was machen wir? Nehmen wir uns unverschämte Sniper. Die sollen auf den stärksten gehen. Und machen mir das linke Upgrade. Das ist gezielt gegen die Moab-Klasse. Das ist sauteuer. Ihr seht, was ich da verbrauche an Kohle. So, auf den stärksten. Dann können wir uns nur zwei leisten. Kostet fast 25.000 die Scheiße hier. Das ist alleine 12. Ja? Der macht den kurz bewegungsunfähig. Jetzt wird spannend. Letzte Wave, 85, auf unplatzbar. Der stunt den immer ganz kurz. So, machen wir mal hier eine Aktivierung. Jawohl, so haut es schon mal hin. Dann die zweite Aktivierung. Und nochmal die erste da vorne zusätzlich noch. Jawohl, das haut gut hin. Wir kriegen hier schön auf den Latz. Hier nochmal. Und da auch nochmal alles zuspiken hier. So geht es, Leute. Jawohl. Lassen wir die ein bisschen durchfressen hier. Und gewonnen auf unplatzbar. Ohne den Häcksler, den Rasenmäher. Oder wie heißt der Blunt-Chipper? Wurscht, wie er heißt. Ohne den jedenfalls. Schön gewonnen. War eine nette Partie. Verdientes unplatzbar Abzeichen hier, Platin. Das rockt. Ich gehe nur ein paar Super Monkeys hier einkaufen, weil die Super Monkeys sage ich, ein paar Special Agent. Denn auf den schwierigen Strecken werden wir die durchaus hier brauchen. So.
Das läuft, würde ich sagen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.